Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute möchte ich mit euch nochmal die Herbal Essences Kollektion benutzen, die es noch bis zum 20. April im Planner Body Club gibt. Eine exklusive Kollektion, danach geht sie raus. Ihr könnt die dann noch im Shop bekommen. Allerdings ist das natürlich jetzt hier ein wesentlich besserer, günstigerer Preis, weil jetzt sind die Versandkosten inklusive, jetzt sind noch 4 bis 6 Teile aus dem Planner Body Club inklusive. Also, wenn ihr sie mögt, jetzt zuschlagen. Ja, ich fange mal wieder an. Ich habe ja diesen Monat irgendwie einen Hang zu dieser Kollektion. Die gefällt mir halt einfach richtig gut. Von den Farben vor allen Dingen. Und jetzt habe ich hier noch so Reststücke und wollte die mal noch verkleben. Und ich fange mal hier mit diesem Washi-Tape an. Und nehme das hier für unten, weil ich denke mal, dadurch, dass das nicht so ganz durchgängig ist, passt das auch sehr schön zur Woche und zu den Stickern. Deswegen fange ich mal damit an. Und ja, das fange ich hier hin dann zu kleben. Das ist noch ein klitzekleines Stückchen über. Also es passt genau in den kleinen hier rein. Falls ihr einen größeren Plan habt, könnt ihr natürlich auch mixen. Also es ist jetzt nicht ein Stein gemeißelt, dass man alles gleich nehmen muss. Ich mag das nur ganz gerne, wenn unten das so einen durchgängigen Streifen ergibt. Und was ich dann auch immer wieder mache, ist hier diese Dinger nehmen, um die Wochentage richtig zu machen, für mich richtig. Einfach weil ich das Italienisch nicht so ganz mächtig bin. Seht, hier sind auch genug Aufkleber drauf für den ganzen Monat, sind die. Deswegen kann ich mich da fröhlich durchkleben. Und jetzt geht es auch schon wieder ans Dekorieren. Also, ich mache das hier. Den mag ich so gerne. Und auch die Schmetterlinge. Die werden die jetzt erstmal zuerst hier verklebt. Und ein paar hier. So. Und dann passen die
die noch schön hier rein. Ihr seht, ich klebe immer das hier voll, was ich nicht brauche. Finde ich auch kein Muss. Ich finde, das ist wirklich das Schöne an diesem Hobby. Also es kann nichts muss, ne? Also man kann ja wirklich machen, was man will. Es gibt kein richtig und falsch. Ja, und das wäre es für mich auch schon. Ich brauche natürlich noch ein bisschen Platz, um irgendwo was reinzuschreiben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Zeigt mir doch mal, was ihr so im Ende März, April gemacht habt. Würde mich freuen, eure Planungen zu sehen. Und ja, das ist jetzt vor dem Pen sozusagen. Aber da kommt natürlich noch was drauf. Daumen hoch bitte, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, würde mich freuen, euch wiederzusehen. Und Kommentare freue ich mich immer drüber und antworte natürlich auch auf jeden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!